Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Mittwoch, dem 18. März. Wir hatten gestern den Euro gegenüber dem britischen Pfund bereits in einer schriftlichen Analyse, also in einer technischen Ausarbeitung hier schriftlicher Natur nachzulesen, auf diversen Portalen. Und das oder der Hintergrund des Ganzen war im Prinzip Ausgangsbasis des Wochencharts und des Touchs der vergangenen Woche mitsamt neuen Mehrjahrestiefs eben hier dieser Unterstützungszone, die ich Ihnen jetzt mal zeigen möchte. Wir haben hier mit Rückblick auf die letzten Jahre hier knapp über oder um 0,70 eine Supportzone, die sich hier tatsächlich, schauen Sie sich das an, das ist schon ewig lange her, aber manchmal, gerade bei starken Auf- oder Abwärtsbewegungen, muss man sich hier sehr, sehr weit in die Historie zurückscrollen. Und bei diesem Währungspaar hat sich hier tatsächlich interessanterweise hier im Bereich 0,70 eine Unterstützung aufgetan, die hier nicht zwingend punktuell getestet wurde. Wären wir hier temporär unter 0,70 abgetaucht werden, wäre das rein technisch noch eine viel bessere Situation gewesen. Möglicherweise waren ja auch hier viele Pending Orders in Lauerstellung nach dem Motto, wir gehen jetzt hier long im Sinne des übergeordneten Unterstützungsbildes und dieser scharfen Korrektur. Sie sehen es hier während der letzten drei Wochen, heute jetzt hier dann die vierte Woche, Monat, das ist ja der Monatschart, Verzeihung. Während der letzten vier Monate ging es hier sehr, sehr stark nach unten und jetzt hier im aktuellen Handelsmonat März sehen wir nach aktueller Erscheinung eine Hammerkerze. Also eine bullische Kerze hier an einem Unterstützungsniveau nach einer Abwärtsbewegung ist tendenziell schon mal eine sehr, sehr interessante Ausgangsbasis. Was wir jetzt noch dazu fügen, ist ein Bollinger Band oder besser gesagt die Bollinger Bänder, die sie ja auch als Volatilitätsbänder bekannt sind. Punktuell ist es jetzt so, und das Setup werden wir sicherlich nochmal zum Ende der Woche aufrollen, dass wir jetzt hier im Sinne dessen haben, dass es eine Übertreibung gibt, wenn der Preis aus den Bollinger Bändern rausschießt. Die Bollinger Bänder selber sind aber hier Trendfolgernatur, hier aufgebaut auf einen gleitenden Durchschnitt. SMA 20, der hier in der Mitte in diesem lila Kostüm daherkommt sozusagen. Und die Bollinger Bänder haben eben die Eigenschaft, wenn sich denn Volatilität auftut, dass sich diese aufdehnen. Ja, und das haben wir eben dann hier auch gesehen im Sinne der Abwärtsbewegung seit Mitte 2014 hier im Monatschart. Dann gab es hier den Ausbruch, diese Aufgabe des Unterstützungslevel 0,7780 rund. Und jetzt dann eben hier in den nachfolgenden Monaten ging es dann jetzt hier steil nach unten. Tatsache ist, wir haben jetzt eine Hammerkerze außerhalb des Bollinger Bandes und das ist eine sehr, sehr spekulativ interessante Situation, um hier möglicherweise ein Long-Engagement zu wagen. Also wenn die Kerze in dieser Erscheinung bleibt, man könnte sogar spekulativ jetzt schon drauf setzen, dass man hier mit einem Stop unterhalb dieser Kerze auf eine Erholungsbewegung setzt, die hier durchaus als Pullback oder in Richtung dieses Pullback-Niveaus 0,7780 reichen könnte. Sie sehen hier die Chance-Risiko-Verhältnisse aus aktueller Beschau her. Wenn man denn jetzt zum Beispiel mal hergehen würde und das mal grob gesprochen als Risiko definiert und hier ausgehend das aktuelle Chance-Potenzial sieht, sehen Sie jetzt mal grob über den Daumen gepeilt, dass sich hier ein sehr, sehr interessantes CRV ergibt von über 2,53. In diese Richtung geht es, je nachdem, wo man denn hier eben den Einstieg finden könnte. Der Euro generell ja auch gegenüber dem US-Dollar an einer wichtigen Supportlinie auf Monatsbasis abgeprallt, auf dieser unteren Trendkanallinie. Auch das dürfte Ihnen ja bereits bekannt sein aus diversen Videos. Aber wir wollen uns jetzt hier auf den Euro gegenüber dem britischen Pfund fokussieren, der hier im Monatschart, im großen Bild mit Ausbruch aus dem Bollinger Band und jetzt einer sich zeigenden Hammerkerze hier durchaus ein sehr, sehr interessantes Setup bietet. Deswegen auch heute nochmal im Devisenradar. Gehen wir jetzt aber mal in den Tagesschart. Was sagt das kurzfristigere Bild? Wir haben nach dem Tief bei 0,7014 hier diese Erholungsbewegung eingeleitet, die sich jetzt mal hier schlank durch diesen Aufwärtstrend untermauern lässt. Tatsache ist, die Annahme war die, dass wir hier einen Close über der Kerze vom 9.3. bräuchten, 0,7220. Sie sehen es hier, das ist praktisch der Chart von der gestrigen Analyse. Wenn wir hier drüber rausgehen, dann wäre kurzfristiges Potenzial gegeben bis hier 0,7350 und 0,7345. Gehen wir auch darüber raus, dann haben wir im Prinzip das gnadenlos gutes Setup, dass es dann hier bis 0,7780 rund 0,78 reichen dürfte. Das ist hier diese ehemalige Unterstützungslinie, die eben jetzt hier der Widerstand ist. Und das ist genau das, was wir hier auch im
Monatschart gesehen haben. 0,77, 80, 0,80, das sind 20 Pips, die es nicht entscheidend machen. Tatsache ist, dass es auch hier auf Tagesbasis sehr, sehr interessante Möglichkeiten derzeit gibt. Hier aktuell im Stundenchart lässt sich sagen, okay, für heute haben wir folgende Situation. Der Markt ist bislang 31 Pips gelaufen. Wir sind knapp am Tageshoch, haben hier Unterstützung am Pivot Point gefunden. Das sieht schon mal ganz gut aus. Also hier rein technisch wäre jetzt hier weiteres Potenzial nach oben möglich. Was sagt der Wochentag? Der Wochentag sagt hier Mittwoch, denkbar schlecht. In Anführungszeichen, alles was in Richtung 40% geht, ist doch schon schlecht und hier 42% ist in Anführungszeichen der zweitschlechteste Wochentag oder der zweitschwächste Wochentag während der vergangenen 52 Handelswochen. Muss nicht heißen, dass das jetzt so bleibt. Das kann sich natürlich hier alles saisonal auch ändern bzw. statistisch wieder in die richtige Richtung drehen im Sinne eines bullischen Setups. Insbesondere der Donnerstag fällt hier auf mit nur 34%, deutlich schwach. Aber heute, wie gesagt, davon haben wir keine Unterstützung. Auch von der Saisonalität mit Blick auf die kommenden 20 Handelstage sieht das hier nicht so aus, als würde der Euro gegenüber dem britischen Pfund nach oben aufdrehen können. Aber wir haben eben schon eine sehr, sehr lange Abwärtsbewegung, sind in einem überverkauften Status, haben auf Monatsbasis jetzt die Möglichkeit, dass der Markt jetzt hier eine Umkehr bildet. Und das ist eine Situation, die man hier durchaus spielen könnte. Wir behalten das Paar in jedem Fall im Auge für die kommenden Tage, insbesondere eben auf Monatsschlusspreisbasis, ob das jetzt hier so eine Hammerkerze wird, da kann oder da läuft einem der Zug im Grunde genommen nicht weg. Was man noch sieht, ist, dass wir heute News haben und zwar 10.30 Uhr eine ganze Menge News. Ich zeige Ihnen das mal kurz. Hier. Und Sie sehen, da kommt heute einiges auf uns zu. Ab 10.30 Uhr dürfte die Volatilität anziehen und sich hier dann auch möglicherweise weiter fortsetzen. Wir haben auch dann hier bis in den Donnerstag hinein, Moment, nein, das war der Mittwoch, genau. Eben der Mittwoch von gestern startend bis heute hier eben auch hier die das Protokoll der Notenbanksitzung dann zu erwarten und das dürfte hier Bewegung mit sich bringen. Also passen Sie auf, was da passiert. 10.30 Uhr gerade für den Euro gegenüber dem britischen Pfund bzw. für alle Pfundpairs, britisch Pfund, US-Dollar, britisch Pfund, Schweizer Franken, britisch Pfund, Yen, da könnte hier ein enormer Schub stattfinden. Aber hier auf Tagesbasis, der Ausbruch deutet sich an und wenn wir hier über 0,7220 rausgehen, dann sieht es so aus, als würden wir hier definitiv eine weitere Performance erzielen können. Sieht interessant aus. Ich sage an dieser Stelle jetzt erstmal danke fürs Dabeisein, meine lieben Zuschauer. Wünsche Ihnen jetzt noch einen erfolgreichen Handelstag und würde mich freuen, wenn wir uns nachher zum JFD Live Trading TV beim DAX oder aber auch dann natürlich spätestens morgen wiederhören. Überdies heute Nachmittag dann noch das JFD Devisenradar Webinar ab 15 Uhr. Schalten Sie ein. Ich freue mich drauf. Bis dahin, beste Grüße, Ihr Christian Kämmerer.